Moin moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Wir starten das Video erstmal mit einem kleinen Wheelie. Ja, da war doch schon ganz stabil. Und ja, ich wollte es mir übrigens angewöhnen, die Videos jetzt immer mit einem kleinen Wheelie zu starten und mit einem kleinen Wheelie zu beenden. Ja, klar, wenn jetzt vor mir Verkehr ist, lasse ich das lieber. Aber ja, sonst habe ich es eigentlich immer vor. Ja Leute, worüber soll es heute gehen? Und zwar das Wetter ist unnormal geil. Es war zwar nur Regen angesagt, aber es soll jetzt einfach nur die Sonne scheinen. Das ist gut. Ich habe mein Bike gewaschen, ich habe schon Bilder gemacht, ich habe meine Kamera am Rucksack, ich habe meine Kamera auf dem Helm. Ich komme mir mal vor wie so ein halbes Kamerateam mit den ganzen Sachen, die ich dabei habe. Worüber soll es heute gehen? Und zwar ist mein Auto kaputt. Gerade in dieser Saison ist das nicht so geil, wenn das Auto kaputt ist, aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist zu erzählen, aber ich kipp halt Öl in den Motor rein und es läuft halt direkt wieder raus. Also es ist natürlich entspannt, ans rumzufahren. Nee, Spaß Leute. Ich muss dann noch mal gucken. Ich weiß schon, was kaputt ist. Die Dichtung dafür ist auch schon bestellt. Und zwar ist die Ölfiltergehäuse-Dichtung am Motor kaputt. Da muss ich nochmal meine Lichtmaschine ausbauen und sowas mit einem Freund zusammen. Grüße gehen raus an dich, Robin. Insta ist eingeblendet. Ohne dich wäre ich lost. Und wüsste nicht, was ich machen soll. Und dank dir. Dank dir wird mein Auto bald wieder heile sein. Leute, schaut alle bei ihm vorbei und abonniert seinen Insta-Kanal tot. Abonniert ihn tot. Er ist unser CBA-Fahrer. Also Grüße gehen raus an dich, Robin, wenn du das Video jemals sehen solltest. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Fühl dich angesprochen. Ja, das heißt, mein Auto ist kaputt. Das heißt, ich muss erstmal wieder viel Motorrad fahren. Schmeckt natürlich dem Geldbeutel so ein bisschen. Schmeckt mir natürlich so gar nicht. Also was heißt, schmeckt mir gar nicht, ne? Ich fahre natürlich gerne Motorrad, so ist nicht. Aber ich fahre halt ungern mehr Regenmotorrad. Es macht auch manchmal Spaß, aber nicht gerade, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Wenn man da gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, schmeckt es natürlich nicht so, wenn man im Regen fahren muss. Weil das natürlich nicht ganz so geil ist für die Arbeitshose, die man unter den Motorradklamotten hat, weil die natürlich nass wird. Das ist natürlich nicht so nice. Das war jetzt eigentlich schon das Hauptthema von dem Video. Mein Auto ist kaputt. Ich fahre halt, wie gesagt, ein E46 320i 6-Zylinder. Grüße gehen raus an Robin, der war beim Kauf auch dabei, hat den ausgelesen und ja. Ich denke mal, ohne Robin hätte ich mir den niemals geholt. Eigentlich war es auch gar nicht geplant, dass ich mir den angucke, aber das ist dann irgendwie so aus Zufall entstanden. Den Preis werde ich jetzt nicht nennen, dann werdet ihr mich absolut hassen, weil ich ihn so billig bekommen habe. Digga, fahr mir doch noch nicht auf, du dumm. Das muss ich so rauspiepen. Jawohl. Ja. Hier habe ich mal auf brutalste Art und Weise. Ich muss gleich mal da vorne umdrehen. Ich muss noch mal gleich kurz ein Bild machen. Ich weiß nicht, ob ihr das da gerade rechts gesehen habt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier gerade links gesehen habt, aber hier ist auf jeden Fall ein sehr erregender Platz gewesen, um Fotos zu machen. Das Problem ist, ich habe nur eine SD-Karte dabei. Ah! Tschüss, tschüss, tschüss. Ich werde jetzt hier runterfahren und dann werde ich hier erregende Bilder machen, Leute. Oh, ich muss gleich alles wieder hochschieben. Ich habe da gar keinen Bock drauf, Leute. So ganz und gar nicht, Digga. So ganz und gar nicht. Ah, oh, fahr rückwärts. Ja, komm, fahr rückwärts. Ja. So ist gut, Leute. So sexy. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns entweder im gleichen Video wieder. Wenn die Aufnahme nicht allzu lange ist, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn die Aufnahme lange ist, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis gleich wieder. Ciao. Leute, moin moin Leute, was geht ab? Wir sind noch im gleichen Video mit meinem Thema Auto. Und zwar, ja Leute, ich weiß, es ist ein extremes Luxusproblem, dass man, wenn das Auto kaputt ist, nur das Motorrad nehmen kann. Aber ja, wie gesagt, ist halt scheiße. Vielleicht kannst du der ein oder andere verstehen. Ich weiß, dass der ein oder andere es wieder nicht geil finden wird, dass ich sowas sage. Ich weiß, dass ihr das wieder nicht so geil finden werdet, wie ich hier jetzt meine Luxusprobleme für ganz schlimm verkaufe. Ja, ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich weiß, dass ich mich für ein extrem altes Auto entschieden habe und ich weiß, dass ich damit 1000 Probleme haben werde. Und wenn der in 2 Wochen auseinanderfällt, das ist ein altes Auto, Leute. Das ist ein altes Auto. Er darf das. Der darf rummucken und rumzicken und alles. Da bin ich von ausgegangen beim Kauf. Da bin ich seit dem Kauf, bin ich froh, dass noch nicht so viel kaputt gegangen ist. Und ich hoffe, dass auch nie so viel passieren wird mit dem Auto. Das ist
länger nicht bewegt werden kann. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Er war halt sehr, sehr gepflegt vom Rentner. Ja, da denke ich jetzt einfach mal, dass das nicht so krass ist. Alter, das Wetter ist so geil, Leute. Ich habe jetzt ein paar sehr, sehr sexy Bilder gemacht, Leute. Ich werde jetzt ein bisschen Kurven fahren gehen. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Es war ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch super gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.